Hey, dran lassen, sonst Schläge. Ist ja gut. Haben ja schon einige komplexe Fälle im Winkler-Team gelöst. Sie kannten Herrn Winkler schon vorher, nicht? Bevor ich Sie angeheuert habe. Flüchtig, ja? Sie wissen also um seine Qualitäten. Tom ist genial, aber unberechenbar. Tom neigt zur Besessenheit, das ist nicht gut. Es ist manchmal sogar schädlich, wenn man der Leader vom Team ist. Ich möchte, dass Sie Tom Winkler den Weg zeigen, wenn er sich verläuft. Behalten Sie ihn im Auge und melden Sie sich bei mir, wenn er sich verbeißen sollte. Haben wir uns verstanden? Viel Erfolg. Und denken Sie daran, wer bei mir die Nummer eins ist, das bestimme ich. Alkirch von dir. Er hat uns aufgefordert, nett zu sein zu diesem Siebert. Echt? Das kann er gar nicht haben. Vielleicht wird er soft auf seine alten Tage. Das glaube ich kaum. Wenn Sie bei allem so präzise sind wie bei dem Zeitpunkt Ihrer Ankunft, dann Hut ab. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Danke. Siebert. Aber das haben Sie sich bestimmt bereits gedacht. Alina Liebermann, Produktivitätsanalyse und Business Reengineering. Micha Schütze, Kostenmanagement und Cashflow. Hallo. Jean Ribaud, Mathe-Genie und drogenabhängig. Und was ist Ihr Spezialgebiet? Ich gehe allen auf die Nerven. Ah ja. Da kommen Sie, die Kollegen warten schon. Fand er nicht lustig. In den nächsten Wochen werden Sie mich nie wieder so viel reden hören, versprochen. Denn ab jetzt sind Sie dran, wir hören zu. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo alles auf den Tisch muss, was die Salerno-Werke retten kann. Denn darum geht es. Jede Idee zur Kostenminimierung oder Effizienzsteigerung muss genau geprüft werden. Das machen wir doch täglich. Wenn das so wäre, dann wären wir jetzt nicht hier. Ich verstehe schon. Sie verlieren keine Zeit. Nie. Charles, ich danke Ihnen. Ich denke, wir sind alle bestens präpariert, Ihnen zu helfen. Ach, wie geht es eigentlich Ihrem Vater? Was soll sein? Wer hat da diese bittere Niederlage überwunden? Als ich das gelesen habe, das war schrecklich, schrecklich. Dieser unerwartete finanzielle Absturz. Was für eine menschliche Katastrophe für Ihre Mutter. Ein bisschen früh, oder?
weiß er das? Du informierst dich doch auch über deine Kunden. Und die Pleite deines Vaters ging doch durch die Medien. Nein, ich meine, dass mein Vater meine Mutter verlassen hat. Das stand doch nicht in der Zeitung. Hat ihm Altkirch was von mir erzählt? Glaube ich nicht. Was ist? Hat Altkirch irgendwas angedeutet? Nein. Ich denke, ihr habt über Siebert und den Job gesprochen. Oder habt ihr über mich gesprochen? Hier. Die Dönerbude des Jahrhunderts. Schlemmerhütte. Meinst du, das war klug? Was? Dass ich ihn auf seinen alten Herrn angesprochen habe? Naja, so vor allen Leuten. Direkt am ersten Tag. Der soll ruhig wissen, mit wem er es zu tun hat. Ich bin sicher, dass er das schon vorher geahnt hat. Mir braucht keiner was über die Firma zu erzählen. Braucht auch keine Analyse von Altkirch und seinem Jungbullen. Da kann Werner Altkirch nichts dafür. Da musst du dich schon bei der Konzernführung beschweren. Die haben die externe Analyse in Auftrag gegeben. Ach, nee. Immerhin konntest du durchsetzen, dass Werner mit seinen Leuten die Analyse übernimmt. Ich weiß nicht, ob mir das angenehm ist, dass Werner überall Einblick erhält. Wieso? Das ist jetzt über 25 Jahre her. Er ist nachtragend wie ein Elefant. Mit ihm kannst du reden, wenn das schwierig ist. Der wird seine Leute schon zurückpfeifen. Außerdem hat er dir doch schon signalisiert, dass er den jungen Bullen an die Leine gelegt hat. Werner erzählt viel. Warst du heute wieder bei Dr. Konrad? Ja, ich hatte einen Termin um 3. Ja. Und? Rüdiger, was soll das? Ich möchte nicht, dass du dich weiter mit ihm triffst. Ich möchte nicht eines Tages nach Hause kommen und es ist niemand mehr da. Bitte. Was für ein Niedergang. Was meinst du? Als du noch bei der Konkurrenz warst, haben wir die Nächte in Zürich in einem 5-Sterne-Hotel verbracht und Whisky getrunken. Wir haben nicht nur getrunken. Soll ich Siebert morgen übernehmen? Warum? Weil ihr euch auf dem Flur schon so nett miteinander bekannt gemacht habt? Schon gut, wie du willst. Ich stehe nicht so auf ältere Herren. Erweitert und neue Hallen sind entstanden. Diese Maschinenhalle zum Beispiel stammt aus dem Jahr 1993. Hier stellen wir Turbinen für den chinesischen Markt her. Bitte. Freunde, hier brennt gar nichts an, ja? 80 Millionen Investitionshilfe vom Land, hä? Die Politik steht hinter uns, die lässt uns nicht hängen. Da haben wir noch nichts von gemerkt. Hört zu, Leute. Das ist das Team, das helfen soll, unsere Probleme zu lösen. Herr Brinkmann ist Vorsitzender des Betriebsrates. Ja, vielleicht ergreifen Sie die Gelegenheit zu einem Wort an unsere Mitarbeiter. Das Schicksal vieler Familien hängt ja von den Entscheidungen ab, die hier in den nächsten Tagen gefällt werden. Wir treffen keine Entscheidungen. Wir analysieren den Zustand und die Chancen der Firma. Die Entscheidung treffen die Fakten. Salerno ist ja ein bedeutendes Unternehmen. Die Maschinenbauteile sind weltweit bekannt. Aber ein erfolgreiches Produkt durchläuft 4 Phasen. Herr Wiegand, wir benötigen noch Ihre Unterlagen zu den Investitionen der letzten 3 Jahre. Alles bereits geklärt, direkt mit Siebert. Also
Wachstum, Reife, ab. Herr Wiegand, Ihre Unterlagen, Herr Wiegand, heute noch. Warum sind Sie so kindisch? Ich bekomme das Dossier so oder so. Was wollen Sie eigentlich? Mir drohen? Also wie viel Potenzial steckt noch in der Firma? Reichen die Gewinne aus, um sich gegen die Konkurrenz aus Asien durchzusetzen? Sonst geht's mir wie Mattei, oder wie? Sie sind ja verrückt. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Die Polizei hat den Fall ja zu den Akten gelegt. Nur drohen sollten Sie mir nicht. Salerno-Werk zu investieren. Das versuchen wir herauszufinden. Und was ist mit Werksschließung? Wenn die Firma nicht rentabel arbeitet, muss man auch daran denken. Dann werden die wertvollen Teile verkauft und der Rest wird dicht gemacht. Hör mal, wie hoch ist denn eure Abwrackprämie? Hm? Wollen wir weiter? Herr Brinkmann. Respekt. Sie haben klar und fair gesagt, was man von Ihnen zu erwarten hat. Das habe ich nicht. Hätte ich das gesagt, wären die alle in Ohnmacht gefallen. Sie haben Sinn für Humor, mein Junge. Und Sie haben Sportsgeist. Das gefällt mir. Dass Siebert ein alter Freund von unserem Chef ist, das weißt du, oder? Ich wundere mich, warum Altkirch den Auftrag überhaupt angenommen hat. Er kann das wohl gut trennen. Berufliches und Privates. Du auch, oder? Du nicht? Siebert ist ein Trickser. Ich bin mir sicher, dass er uns absichtlich zu der Versammlung gelotst hat. Du musst nicht überall Feinde sehen. Nein? Überall lauern deine Gegner. Alle wetzen sie die Messer. Und wenn einer nah an dich rankommt, dann nur, um dich besser zu treffen. Das hat mir mein Vater eingebläut. Noch ein? Nee, lieber nicht. Wenn die Jungs in der Firma wirklich tricksen, dann sollten wir morgen einen klaren Kopf haben. Okay. Trinken Sie noch einen mit mir? Verstehe, man macht nicht zweimal denselben Fehler. Sie gehören also zu dem Sanierertrupp, der Oberhausen ein paar tausend Arbeitslose mehr verpassen will. Habe ich jetzt hier eine Stunde gewartet, um Ihre unqualifizierten Äußerungen anzuhören? Ihre Personalien haben Sie ja bereits zu Protokoll gegeben. Und jetzt? Wollen Sie eine Anzeige aufgeben? Was hast du denn gemacht? Was ist passiert? Sorry für die Verspätung. Wir haben heute den ersten Angriff auf die Hard Facts, also sollten wir keine Zeit verlieren. Haben Sie dich verprügelt? Können wir denn? Ja, klar.
Wir beißen nicht. Nicht? Schade. Wo arbeiten Sie? Also, welches Stockwerk? Zweites, Finanzbuchhaltung. Mein Ressort freut mich. Jean Ribaud. Elisabeth Steiner. Ich schaue dann nachher mal nach, ob alles läuft. Kein Problem. Wer war das? Jemand von Salernum? Jedenfalls keiner mit Grips. Wir sollten die Polizei informieren. Hab ich schon. Ah, ich dachte schon, Sie hätten den Termin mit mir verschwitzt. Nein. Kommen Sie. Was ist denn mit Ihrem Gesicht passiert? Ich wurde verprügelt. Wie bitte? Waren Sie bei der Polizei? Ich hoffe, die Schläger haben Sie nicht ernsthaft verletzt. Bitte. Wie kommen Sie darauf, dass es mehrere Schläger waren? Wollen wir jetzt auf das Niveau? Um Gottes Willen, nehmen Sie das weg, pures Gift. Einen Kaffee vielleicht? Nein. Haben Sie Yogi-Tee? Ayurvedische Gewürzmischung? Nee. Dann nichts. Aber ich kann hier mal in der Kantine für Sie forschen. Herr Baum? Ich hätte mal eine Frage an Sie. Was ist PZ4? PZ4? Hier. PZ4 in der Betreffzeile, sehen Sie? Das ist eine Honorarzahlung an die Firma. An die Beraterfirma FP Styria in Österreich, das sehe ich. Die Rechnung habe ich gefunden, aber den Betreff verstehe ich nicht. Die Rechnung bezieht sich auf PR-Beratung, aber wieso Produktionszentrum 4? Hier gibt es doch nur die Produktionszentren 1 bis 3. Herr Mattei hat es damals unterzeichnet. Ja, ich müsste beim Marketing nachfragen, die haben die Zahlung veranlasst. Tun Sie das doch. Bitte. Ja. Wieso steht da PZ4 auf der Rechnung? Keine Ahnung. Kommt doch aus Ihrer Abteilung. Und Sie haben gesagt, dass alles, was mit Mattei und seinem Tod zusammenhängt, direkt zu Ihnen... Ja, ist gut. Ist gut. Haben Sie keine Lust mehr? Wir sind doch gerade mitten in der Marktanalyse. Ich muss mal hochziehen, Siebert. Schon wieder? Gönnen Sie sich doch eine Kleinigkeit. In der Kantine, Herr Schütze. Zur Kantine. Immer mehr nach, da will ich auch hin. Na toll. Der Kollege verlangt nach einem besonderen Tee, da wollte ich mal schauen. Ja, die Kollegen. Einer seltsamer als der andere. Welche Abteilung ist eigentlich für den Werkschutz zuständig? Na, Sie verstehen es ja zu flirten. Der Werkschutz untersteht der Geschäftsführung.
Nicht Frau Dr. Renner. Doch. Sie war früher die persönliche Assistentin von Herrn Siebert und hat den Werkschutz behalten, als sie das Marketing übernommen hat. Mattei, alles klar, Jean. Hast du Kopien davon gemacht? Gut. Bis später. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber Frau Dr. Renner musste noch etwas mit mir abklären. Ein Glas Wasser? Gern. Sie kommunizieren viel mit Frau Dr. Renner. Ich kommuniziere viel mit allen meinen Mitarbeitern. Macht man das nicht so heutzutage? Was bedeutet PZ4? Mein Mitarbeiter ist auf eine Überweisung an eine Beraterfirma in Graz gestoßen. FP Styria. Betreff PZ4. Das klingt wie ein vierter Produktionsstandort. Davon weiß ich aber nichts. Sollte ich aber. Oder haben Sie noch irgendwo eine kleine Fabrik versteckt, von der Sie niemandem erzählt haben? Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht zu jeder alten Überweisung etwas sagen, Herr Winkler. Wie alt oder wie neu diese Überweisung ist, davon habe ich gar nicht geredet. Aber Sie haben recht, es ist eine alte Überweisung. Dann werde ich mit Herrn Mattei darüber sprechen, der diese Überweisung veranlasst hat. Wo arbeitet Herr Mattei? Herr Mattei war der Leiter der Marketingabteilung. Sie sprechen besser mit Frau Dr. Renner. Sie leitet jetzt das Marketing. Seit wann? Seit einem halben Jahr. Liegen Ihnen die Personalakten nicht vor? Tja, da war ja mächtig viel los bei Ihnen vor einem halben Jahr. Ihr strategischer Partner Breschner wurde verkauft. Ihre Abteilungen wurden umstrukturiert. Es war eine günstige Koinzidenz in einer turbulenten Phase. Frau Dr. Renner ist genau die richtige Kraft, um diese neue Aufgabe zu bewältigen und um neue Wege zu gehen. Und was ist mit Mattei? Mattei ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und das nennen Sie eine günstige Koinzidenz? Sie mögen ein guter Ökonom sein, Herr Winkler, aber als Mensch, das muss ich Ihnen sagen, als Mensch, sind Sie noch entwicklungsfähig. Ach ja. Schauen Sie doch mal. Sie benötigen Informationen zu Herrn Mattei. Sie sind aber schnell. Wie kam es denn zu dem Unfall? Herr Mattei war bis spät noch in der Firma bei einer Besprechung im Februar. Dann auf dem Nachhauseweg ist er wohl von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gerast. Gegen einen Baum gerast? Warum? Die Polizei hat ermittelt. Wahrscheinlich Ermüdung. Ja, wir hatten hier eine turbulente Phase nach dem Verkauf der Firma in Breschner. Das hat mir Ihr Chef auch schon gesagt. Gut. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich. Danke. Sie müssen den Finger in die Wunde legen, Rüdiger. Das ist Ihr Job. Ja, klar. Aber dieser Tom Winkler, der ist respektlos. Rücksichtslos. Imponiert er dir? Und diese Alina Liebermann, die hat ihn im Griff, sagst du? Ja. Hat sie nicht? Eigentlich sollte sich um Kostenstände und Gewinn kümmern, stattdessen durchwühlt er Personalakten. Rüdiger, wenn es etwas gibt, das Tom Winkler entdecken könnte, dann sollte ich das wissen, sonst kann ich auch nicht eingreifen. Na, Unsinn. Es ist alles in Ordnung. Was soll es denn geben? Meinetwegen kann er sich im Personalbüro einnisten. Na, es ist ein Umgangston, der meine Mitarbeiter stört. Sicher? Du vermutest schon wieder Geheimnisse, Melde dich auf jeden Fall, wenn Tom Winkler ernsthaft Probleme macht. Ja, ja, mach ich, klar. Grüß Ines von mir. Schönen Gruß von Werner. Du bist schon zu Hause? Ich dachte, du wärst noch in der Firma. Nein, ich bin schon länger da. Hat Dr. Konrad dich gebracht? Ja. Aufmerksam von ihm. Wenn ein Unternehmen seit fast 24 Jahren vom selben Management geführt wird, dann hat das Vorteile, ja. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die sich einschleifen. Das ist doch klar. Sie sprechen von Siebert. Sie meinen, er hat Fehler gemacht? Nein. Ohne Siebert hätte das Unternehmen die Krisen der letzten Jahre nicht überstanden. Das war nur durch seine Beziehungen zur Landesregierung möglich.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann zweifeln Sie doch an der grundsätzlichen Unternehmensstrategie. Die Konzentration auf die Kernkompetenz, alles top. Es geht nur manchmal um die Frage, kann man nicht schneller entscheiden? Kann man nicht schneller reagieren auf einen Markt, der immer aggressiver wird? Sie verstehen doch, was ich meine. Klar. Frischer Wind täte gut nach so vielen Jahren, was? Naja, schon. Und Sie sind der frische Wind, ja? Puls noch ganz schön am Kiefer. Von den Schlägen. Zeig mal. Oh. Ist alles wieder gut. Einsatzbereit. Ja? Ist Tom bei Ihnen? Ja, ich gebe weiter. Nein, nein, nicht nötig. Wie sieht es aus bei Ihnen? Klar, Schwachpunkte in der Produktionsplanung sind schon entdeckt. Von Winkler? Alles gut. Ich will wissen, woran er arbeitet. An der Firmenanalyse, wie wir alle. Ich will wissen, was er genau macht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Frau Liebermann, Sie sollten Bescheid wissen, wenn Tom sich in irgendetwas verbeißt. Das war mein Wunsch. Erinnern Sie sich? Bis dann. Die Salerno-Werke in Oberhausen und die Firma in Breschnow haben jahrelang eng miteinander kooperiert. Das war Sieberts Vision. Gemeinsam stärker, billiger. Jahrelang wurden Informationen und Know-how in die Slowakei exportiert. Aber anscheinend mit der Zustimmung von Brinkmann und dem Betriebsrat. Seit der Konzern im letzten Jahr die Firma in Breschnow abgestoßen hat, steht Oberhausen mit seinen Überkapazitäten und zwei maroden Fabriken da. So viel zu unserem Manager des Jahrhunderts. Wobei Siebert ja nun weit weniger dafür kann, wenn sich die Konzernleitung entscheidet, Breschnow abzustoßen. Hat er dir das geflüstert? Oder Altkirch? Warum sollte Siebert erst an der Verzahnung beider Unternehmen arbeiten und sie dann freiwillig auseinanderreißen? Ja, warum? Das ist die Frage. Salerno Oberhausen ist fertig. Schaut euch die Zahlen der letzten 10 Jahre an. Schon vor 4 Jahren gab es einen massiven Einsturz. Wenn Siebert nicht mit seinen Kontakten zur Landesregierung 80 Millionen Euro an Bürgschaften und Krediten bekommen hätte, wäre da schon Schluss gewesen. Der Verkauf von Breschnow ist nicht der Anfang des Desasters. Das ist doch viel zu früh, Tom. Wir sind doch erst eine Woche hier. Hat dich der Manager Methusalem schon um den Finger gewickelt, ja? Können wir bitte zu unserer Arbeit zurückkehren? Oberhausen hat keine Chance mehr. Die Frage ist nur, was hier genau passiert. Davon haben wir nämlich noch keine Ahnung. Was meinst du damit? Habt ihr nicht das Gefühl, dass in der Firma alle Angst haben? Kenne ich nicht anders, wenn wir landen? Nein, das ist anders. Nicht vor uns, sondern jeder vor jedem. Vor einem halben Jahr, also ungefähr zum Zeitpunkt des Verkaufs von Breschnow, ist ein Salerno-Manager ums Leben gekommen. Matthai hieß der. Zeig mal. Versteht ihr, was ich meine? Hier stinkt es gewaltig. Das ist scheiße, Tom. Du lässt dich von deinen Ressentiments gegen Siebert leiten. Nein, 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 nein. It's not personal. Doch, es ist genau das. Du willst deinen Gegner am Boden sehen. So wie du es von deinem Vater gelernt hast. Aber das bringt uns hier nicht weiter. Und du? Fährst hier die sanfte Schiene? Um Altkirchs Freund Siebert nicht hart rannehmen zu müssen? Oder um Altkirch zu gefallen, oder warum, Alina? Scharf auf meinen Job? Wozu haben Sie die Unterlagen aus meiner Abteilung kommen lassen?
Wir brauchen die Zusammenstellung. Wenn Sie das nicht machen wollen, dann müssen wir das eben selber machen. Das ist doch wohl eine Unverschämtheit. Wo ist Siebert? Der ist auf einem Termin, nicht im Haus. Nicht erreichbar für Sie. Was sollen denn diese Spiele? Herr Wiegand, ich warte seit Wochen auf eine Auflistung aller Gelder, die offiziell durch Ihre Abteilung geflossen sind. Das Papier ist ausschließlich für den internen Gebrauch. Und im Übrigen ist es fraglich, ob es klug ist von Ihnen, sich gegenüber den Altkirchleuten negativ über die Geschäftsführung zu äußern. Was? Wie kommen Sie denn darauf? Wenn man es sich auf Dienstreisen von teuren Nutten besorgen lässt, sollte man nicht die Hand beißen, die das zahlt. Das erste Mal. Ich will ja meine Familie nicht verlieren. Ich die Gefahr ist, dass wir durch sowas leicht manipulierbar werden. Ja, du hast recht. Aber Elisabeth wird nichts sagen. Bestimmt nicht. Woher weißt du das? Weil sie gut im Bett war, oder was? Nein, ich... Sie hat mir bestätigt, was du gesagt hast. Die Stimmung bei Salerno ist im Arsch. Sie meint, da traut keiner dem anderen über den Weg, wie du gesagt hast. Hat sie auch verraten, woran das liegt, ihrer Meinung nach? Unsicherheit über die Zukunft wohl. Das ist ja ganz originell. Ich hab mal einen Blick in den PC von Frau Dr. Renner geworfen. Die hat da so eine Art Stasi-Akten über die gesamte Belegschaft, feinsäuberlich vom Werkschutz angefertigt. Wer wann mit wem telefoniert, was in den E-Mails steht, welche Websites angeklickt werden, das ganze Programm. Plus Loyalitätsbewertung. Wer ist vertrauenswürdig, wer nicht. Und die Information über deine kleine Sekretärin hast du gleich genutzt, um sie rumzukriegen, ja? Quatsch, Mann. Guten Morgen. Morgen, Alina. Der Konzern sollte die Firma verkaufen, ob ganz oder in Teilen, solange man noch was dafür kriegt. Sie halten die Salerno-Werke also für verloren? Das steht natürlich noch unter dem Vorbehalt weiterer Prüfung zur Gesamtproduktivität. Dafür benötigen wir die nächsten Tage. Ist klar, aber so weiß ich zumindest schon mal Ihre Stoßrichtung. Frau Liebermann, was ist Ihre Meinung? Ich teile Herrn Winklers Einschätzung nicht. Wobei ich hier keine Managementfehler kaschieren möchte. Mir geht es ganz allein um die Substanz des Unternehmens.
In den letzten Jahren war Salerno ganz auf eine Kooperation mit der Firma in Brezhno ausgerichtet. Dessen Verkauf wirkte deshalb wie ein Erdbeben. Ich denke aber, dass nicht alles zerstört ist und dass wir Salerno durchaus bei einem Wiederaufbau behilflich sein könnten. Schön, es ist ja noch früh. Wir sollten immer die Chancen sehen. Schließlich geht es um 1200 Arbeitsplätze, um 1200 Menschen. Ich freue mich, dass Sie das im Blick behalten. Geld abgezweigt. Das wird wehtun. Liebermann ist nicht auf ihrem Zimmer. Ist sie raus? Vor einer halben Stunde. Sie hat nach dem Weg zum Alfredo gefragt. Sein Italiener hier zwei Straßen weiter. Ja, kenne ich. Danke. Gerne. Was ist denn da los bei Ihnen, Herr Winkler? Ich werde hier pausenlos mit Anrufen und Mails bombardiert. Mit wem plaudern Sie denn sonst noch so über Ihre vorläufigen Einschätzungen? Niemandem. Ihr Team? Das kann ich mir nicht vorstellen. Seien Sie verdammt noch mal etwas vorsichtiger. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Frau Liebermann. Ja, ich verstehe. Herr Winkler, sind Sie bei Salerno auf irgendetwas gestoßen, das ich wissen sollte? Nein. Sollte ich etwas wissen, Herr Altkirch? Machen Sie Ihre Arbeit. Wir sprechen uns. Ja, dann schicken Sie bitte noch zwei Streifenwagen. Hier ist die Hölle los. Nein, ich weiß nicht, woher Sie das haben. Aber ja, genau. Nein, ich werde so ein abwegiges Gerücht nicht bestätigen. Was ist denn passiert?
Es geht das Gerücht, Sie hätten die Analyse beendet und empfohlen, den Laden hier dicht zu machen. Ich möchte Brinkmann sehen, sofort. Und alle Gewerkschaftsaktiven, die vor Ort sind. Und machen Sie mir eine Leitung mit dem Wirtschaftsreferenten. Haben Sie eine Ahnung, wie dieses Gerücht in die Welt kam? Nein. Ich werde meine Mitarbeiter anrufen, die sollen heute im Hotel bleiben. Tun Sie das nicht. Was würde das... Allein und mit niemandem im Schlaf gesprochen. Was soll das denn heißen? Diese Sekretärin aus der Finanzabteilung, war die wieder bei dir? Ich verspreche dir, ich habe ihr kein Wort gesagt. Wir haben ohnehin kaum gesprochen. Tom, mach dich lächerlich, du willst ja wohl kein Verhör starten, oder? Und du? Was? Sag mal, spinnst du? Du meinst gestern Abend mein Treffen mit Siebert? Komm mal runter, Tom, das hier ist kein Krieg. Na, da schauen wir aus dem Fenster. Ich bin für eine ganze Weile unterwegs. Ihr macht weiter hier. Das ganze Programm. Frau Matteig, guten Tag, mein Name ist Tom Winkler. Was möchten Sie? Ich wollte meinen Besuch bei Ihnen ankündigen, aber Sie sind nicht ans Telefon gegangen. Können wir das vielleicht drin besprechen? Nein. Was wollen Sie von mir? Warum haben Sie mir die Liste mit den PZ4-Überweisungen zugemailt? Sie waren das doch, oder? Warum haben Sie Angst zu reden? Mich wundert das nicht so sehr, dass Sie unsere Interne kennen. Wieso? Na, seitdem ich diese Salerno-Stasi-Akten vom Werkschutz gesehen habe, wird alles von seinen Mitarbeitern überwacht. Telefon, Internet, Fax, alles. Was? Das habe ich doch Tom erzählt. Redet jetzt gar nicht mehr miteinander, oder was? Ich komme nachher. Alles halb so schlimm. Zwei Rippen gebrochen, allerdings schwere Prellung am Kopf, aber keine inneren Verletzungen. Ich werde noch ein paar Tage hier bleiben, zu beobachten. Sie melden sich, wenn Sie was brauchen, ja? Ja. Vielen Dank. Ich werde dir sicherlich gleich ganz uncharmant wegpennen. Mach doch. Nee. Rede doch ruhig wieder zurück ins Hotel. Die
beiden Kollegen beruhigen. Bist du sicher? Klar. Ich schlafe auch ruhiger ohne dich. Es geht nicht um den Erhalt einer Firma, Alina. Irgendjemand fightet mit allen Mitteln, um eine Schweinerei zu vertuschen. Wo wolltest du denn hin so eilig? Ich wollte noch mit jemandem reden. Dann hätte ich alles beisammen. Ich bin mir sicher, du wirst beeindruckt sein. Das bin ich doch auch so. Morgen reden wir über alles. Es ist mir gar nicht so wichtig, Partner bei Altkirch zu sein. Mir doch auch nicht. Ich weiß. Du hattest nur so viel Stress deswegen in den letzten Tagen. Du musst mir glauben, ich hatte keine Ahnung, was Altkirch von mir wollte. Klar. Ich lass mich nicht benutzen. Nicht von Altkirch und erst recht nicht gegen dich. Seit wann weißt du, was Altkirch von mir wollte? Seit gerade. Ich habe gedacht, das ist der richtige Moment für einen Test. Du bist so ein gottverdammter Hinterhältiger. Ich dich auch. Besonders, wenn du so ein bisschen wütend bist. Gute Nacht. Siebert. Winkler hier. Herr Winkler? Sie überraschen mich immer wieder. Es ist schon nach 10. Es ist gut, Ihre Stimme zu hören. Sie haben getrunken? Ja. Weil ich noch lebe. Herr Siebert, warum tun Sie das? Was meinen Sie? Wofür kämpfen Sie? Es ist die Verantwortung für Salerno. Ja. Aber was sind Sie ohne Salerno? Da ist nichts. Sie haben nichts außer Salerno. Sie sind eine arme Sau. Ja. Vielleicht. Und was ist mit Ihnen? Immer gewinnen müssen? Immer sich beweisen müssen. Immer der Erste sein, damit Ihr Papa Sie nicht verachtet. Ja. Alles in Ordnung bei Ihnen? Warum haben Sie es nicht geschafft, von Salerno loszukommen, Herr Siebert? Seit die Firma von den Finanzhaien gekauft wurde, sind Sie doch entmachtet. Kein Mann mehr, oder? Warum haben Sie da nicht aufgehört? Weil Sie Angst vor dem haben, was danach kommt? Weil da nur noch der Tod auf Sie wartet? Was wollen Sie? Wissen Sie, wovor ich Angst habe? Dass ich in 30 Jahren so da sitze wie Sie. Ein einsamer alter Mann, der hilflos um sich schlägt. Ich denke, wir sollten das Gespräch jetzt beenden. Die Einsamkeit. Sie kommt immer näher. Sie sind Romantiker, Herr Winkler. Das bin ich nicht. Ja, Tom Winkler hier.
Ich bin aufgehalten worden. Ich könnte jetzt noch kommen, wenn es Ihnen nicht zu spät ist. Das ist gut. Ich beeile mich. Wo ist Herr Winkler? Der hat sich gestern Nacht selbst entlassen. Was? Entschuldigung, ist Herr Winkler heute Nacht ins Hotel zurückgekehrt? Winkler. Ja. Und er müsste auch noch auf seinem Zimmer sein. Er hat das Hotel bislang nicht verlassen. Könnte ich da bitte mal nachschauen? Bitte. Herr Winkler? Herr Winkler? Herr Winkler? Hier. Wann haben Sie Herrn Winkler zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend im Krankenhaus. Hat er Ihnen gesagt, dass er das Krankenhaus noch in der Nacht verlassen will? Nein. Wissen Sie, ob Herr Winkler Feinde hatte? Sie sagen, Sie ermitteln in alle Richtungen. Das tun Sie immer, das müssen Sie. Ja. Das ist ja so schrecklich. Frau Liebermann, machen Sie ein paar Tage frei. Kümmert euch um euch selbst. Frau Liebermann? Nein, wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen. Ich verstehe. Ich komme zu Ihnen. Ich rufe also meine Frau an. Die Fotos, die du von mir gemacht hast, mit dem Handy, weißt du noch? Ja. Er wollte sie gerne haben. Hat sie sich auf den Laptop überspielt.
wollte noch mit jemandem reden. Dann hätte ich alles zusammen. Das ist der Anschluss von Gunda Matai. Nachrichten bitte nach dem Tonsignal. Es geht nicht um den Erhalt einer Firma, Alina. Da fightet jemand mit allen Mitteln, um eine Schweinerei zu vertuschen. Ohne die Bürgschaft des Staates über 80 Millionen Euro wäre Salerno verloren gewesen. Sitzung jetzt. Komm! 80 Millionen Euro eist Siebert von der Landesregierung los, in Form von Bürgschaften und Krediten. Das war nach der Finanzkrise die Rettung für Salerno. Sonst wäre damals schon Schluss gewesen. Die Zahlen sind eindeutig. Das Geld war aber an den Standort Oberhausen gebunden. Und genau dafür hat auch Siebert sich stark gemacht. Die Frage ist jetzt... PZ4. Ihr glaubt, das Geld wurde illegal in die Brezhnow-Werke in der Slowakei umgeleitet? Mit deutschen Steuergeldern wurden die Brezhnow-Werke in der Slowakei aufgepäppelt und dann als Filetstück gewinnbringend verkauft. Während Oberhausen ausgezehrt wurde. Und der Einzige, der von Salerno aus eine offizielle Zahlung mit Betreff PZ4 angewiesen hat, der Herr Matai, ist tot. Unfalltot. Kein Unfall. Jetzt sprichst du aber von Tom. Tom war diesen Machenschaften auf der Spur. Jetzt ist er tot. Was soll das? Ja, ihr habt sicher noch einiges miteinander zu besprechen. Lasst ihr ruhig Zeit. Ach, das mit Tom Winkler, das tut mir leid. Ich habe lange nachgedacht, nach unserem Telefonat gestern. Und ich finde, wir sind es Tom Winkler schuldig, dass wir nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Das ist für uns alle eine extrem schwierige, traurige Situation. Da sollte die Arbeit nicht an erster Stelle stehen. Wir sollten uns die Zeit nehmen, unseren Gefühlen zu folgen. Zu trauern. Und Sie glauben, das wäre in Toms Sinn? Ich weiß, wie sehr sie einander verbunden waren. Wir werden unsere Arbeit hier abschließen. Aber wir brauchen noch mindestens eine Woche. Im Normalfall ja, aber den haben wir hier nicht. Wir werden die Arbeit in Berlin beenden. Das ist nicht Ihr Ernst. Wir werden Tom Winklers Einschätzung zur Situation von Salerno Oberhausen als Grundlage für unsere weitere Arbeit nehmen. Ich habe mit Rüdiger Siebert gesprochen, er wird uns weiterhin unterstützen. Rüdiger hat vor allem den Wunsch geäußert, falls es doch zu einer Schließung von Salerno Oberhausen kommt, dass dies mit Respekt vor den Mitarbeitern passiert. Reisen? Was soll das denn? Ich muss absolut sicher gehen, dass aufgeräumt ist. Nicht, dass da mein Name irgendwo rumfliegt.
Die Sanierer sind doch gerade im Abmarsch. Jetzt entspann dich mal, das ist doch geklärt. Ja, geklärt, Blödsinn. Die Rennerstadt-Dossier ist für Altkirch zusammen. Falls es zur Schließung kommt, dann muss doch geklärt werden, wozu die staatlichen Gelder alle genutzt wurden. Ha? Ich lass mich nicht von Ihnen abschließen. So einfach werden Sie mich nicht los. So einfach wie Mattei damals. Ich sage Ihnen, wenn Sie mich abschießen wollen, dann ziehe ich Sie mit in den Abgrund. Das schwöre ich Ihnen. Sie sollten mir nicht drohen. Nur für den internen Gebrauch, das war die Ansage. Und jetzt schieben Sie Ihrem Kumpel Altkirch sämtliche Unterlagen über den Tisch? Ich verstehe Sie nicht, Herr Wiegand. Wir sind doch verpflichtet, den Sanierern zuzuarbeiten. Es geht doch schließlich darum, wie die staatlichen Zuschüsse verwendet werden. Herr Wiegand möchte gehen. Und Sie mache ich auch noch fertig. Wir sind alle etwas aufgeregt in diesen Tagen. Aber Sie haben doch alles im Griff. Weiß ich alles, was ich wissen muss? Na sicher. Warum fragst du mich das? Weil es einen Totendieb, Rüdiger. Ich habe Tom Winkler hergeschickt, um zu prüfen, wie es um deine Firma steht. Ja. Worauf bist du hinaus? Du hast mir vorher gesagt, dass es nicht so gut steht um die Salerno-Werke. Und dass du mich um eine zügige Abwicklung bittest, falls meine Leute zu demselben Ergebnis kommen. Ja, ganz genau. Meine Leute sind zu demselben Ergebnis gekommen. Und jetzt ist Tom tot, nachdem er auf dubiose Weise zweimal in einen Unfall verwickelt war. Da sieht man, wozu Menschen fähig sind, wenn sie um ihre Existenz kämpfen. Also ich finde das schrecklich, schrecklich. Was ist, wenn Tom Winkler noch was anderes entdeckt hat, als die Misere von Salerno? Tut mir leid, wenn ich störe, aber vielleicht benötigen Sie die Unterlagen jetzt. Frau Dr. Renat hat ein Dossier zusammengestellt mit allen Projekten und Investitionen seit 2005 und mit dem Nachweis der Verwendung von 80 Millionen, für die das Land gebürgt hat. Es ist leider so, wie ich befürchtet habe. Mein Produktionschef, Herr Wiegand, hat da illegale Geschäfte organisiert und er und ein paar andere haben sich massiv daran bereichert. Es sieht so aus, als ob Tom Winkler dieser Schweinerei auf der Spur war. Warum erzählst du mir das erst jetzt? Ich wollte Gewissheit haben. Du hast nichts begriffen, oder? Du glaubst immer noch, dass du jeden benutzen kannst, wie es dir passt. Aber diesmal hättest du früher mit der Wahrheit ans Licht kommen müssen. Werner. Auf diesen Moment hast du lange gewartet, nicht wahr? 25 Jahre für diesen kleinen Moment. Das ist der Anschluss von Gunda Mattei. Nachrichten bitte nach dem Tonsignal. Frau Mattei, mein Name ist Alina Liebermann. Ich habe schon öfter versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Es geht um Tom Winkler. Hallo. Danke, dass Sie abnehmen. Frau Mattei, ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Das ist schlecht jetzt. Bitte, es muss sein. Wenn Sie nicht am Telefon reden wollen, dann verstehe ich das. Ich komme auch gern bei Ihnen vorbei. Auf keinen Fall. Warten Sie. Wir treffen uns morgen, ja? Mir wäre lieber, wir... Morgen früh? 10 Uhr vor dem Zentrum auf der Bahnhofseite. Gut. Gut, dann morgen früh um 10. Wiedersehen.
Ja, ich denke, es wäre gut für Sie, wenn Sie sich weiterhin so verhalten wie bisher. Ruhig und ahnungslos. Ja. Lassen Sie uns reingehen. Ich glaube zwar nicht, dass mir jemand folgt, aber drin können wir das besser überprüfen. Sie waren mit meiner Tante verabredet, aber die kommt nicht. Frau Mattei ist Ihre Tante? Ja, sie selber traut sich nicht her, nachdem gestern Frau Dr. Renner bei ihr war. Was? Sie hat Angst, dass die ihr was antun. Wer die? Dr. Renner? Siebert? Herr Siebert hat nach dem Verkauf der Breschnow-Werke eine Bonuszahlung von 18 Millionen Euro vom Konzern erhalten. Das ist doch ein Witz. Nee. Sie haben Ihre Tante aufgefordert, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das ist vielleicht die letzte Chance, dass Sie dafür bezahlen müssen. Ihr Kollege war doch schon dran an denen. Sie müssen da weitermachen. Gestern hat unser Chef ihr den Auftrag für beendet erklärt. Wir haben nichts in der Hand. Wenn Ihre Tante nicht reden will, dann keine Chance. Ich muss los. Wir sehen uns nach dem Wochenende. Bitte, Schatz, geh nicht. Bitte. Rüdiger. Ich brauche dich. Du hast mich noch nie gebraucht. Du irrst dich. Ich brauche dich. Werner wird empfehlen, Salerno zu zerschlagen. Wie erwartet. Dann können wir wieder oft zusammen sein, wie früher. Ich habe meinen Ausstieg doch schon so lange vorbereitet. Und dann wärst du nur noch mit mir zusammen? Wollten wir das nicht einmal? Ich lasse mich nie mehr von der Arbeit auffressen. Es geht ja gar nicht um mich. Du willst nur nicht verlieren. Bitte. Geh nicht. Es ist nur für ein längeres Wochenende. Wir sind doch erwachsen, Rüdiger. Er hat mich angerufen. Vor seinem Tod. Das stimmt. Worüber haben Sie gesprochen? Er hat sich einsam gefühlt. Er wollte sich wohl ein wenig aufpumpen mit Energie, mit Aggression. Er sah mich als seinen Feind. Nee. Es ging nicht um Salerno? Nein, deshalb hat er nicht angerufen. Tom ist Ihren kriminellen Geldverschiebungen auf die Spur gekommen. Deshalb musste er sterben. Ebenso wie ihr ehemaliger Marketingchef Mattei. Die staatlichen Millionenkredite, die Salerno Oberhausen retten sollten, sind in die Breschnow-Werke gepumpt worden. Deutsche Steuergelder wurden ins Ausland verschoben. Organisiert haben das Wiegand und Mattei. Da hat sich Ihr Chef schnell informiert. Ja, ich hatte einen Verdacht. Und dann habe ich Beweise gefunden. Ich habe Altkirch die Unterlagen, die diese illegalen Geschäfte bestätigen, ausgehändigt. Na, einige meiner Mitarbeiter haben sich tatsächlich an diesen staatlichen Geldern bereichert. Ja, das hat man davon, wenn man zu viel Vertrauen hat und ihnen freie Hand lässt. Sie schieben alles auf Ihre Mitarbeiter. Wollen Sie mich beschuldigen? Warum hätte ich das tun sollen? Für 18 Millionen Euro. Das ist doch lächerlich. Extrazahlung für Sie im selben Jahr, als Breschnow verkauft wurde. Ich habe Salerno mehrfach vom Untergang gewahrt.
Weil es ihrem Ego geschmeichelt hat, deshalb. Weil sie mit ihren Beziehungen, ihrer Macht die Werke retten konnten. Wie Gottvater. Der entscheidet, wann er rettet und wann er zerstört. Und jetzt zeigt sich, dass Gottvater nichts weiter ist als ein käuflicher, korrupter alter Mann. Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden. Keine Ahnung. Ich habe immer, immer das Ganze im Blick gehabt. Ja, meine Leute, meine Heimat, ja, aber das ist nicht das Ganze. Heute muss man weiter denken als früher. Wollen Sie vielleicht entscheiden, ob es besser ist, den Menschen in Oberhausen oder in Breschno oder irgendwo in Afrika Lohn und Arbeit zu bringen? Nach welchen Kriterien? Sie haben den Konzern überzeugt, Breschno zu verkaufen. Und das war das Todesurteil für Oberhausen. Was? Todesurteil? Natürlich habe ich die Konzernspitze vom Verkauf überzeugt. Und diese ganzen Bürgschaften und Staatskredite für Oberhausen, das war doch absurd. Das Geld wäre in ein paar Jahren spurlos verdampft. Das sind Scheinaktivitäten der Politik mit Steuergeldern. Aber ich habe ein neues Unternehmen aus dem Boden gestampft. Ich habe neue Arbeitsplätze geschaffen. Ja, Sie haben es allen bewiesen, dass Sie es immer noch können. Oberhausen ist Ihnen egal, Breschno ist Ihnen egal, Menschenleben sind Ihnen egal. Sie hängen an der Macht, weil Sie sonst nichts mehr haben in Ihrem Leben. Ich kann Ihnen hier jetzt nicht mehr weiterhelfen. Wie glauben Sie eigentlich, aus all dem rauszukommen? Die Leute wissen, was ich für Salerno getan habe. Sowas wird geschätzt in diesen harten Zeiten. Auf Wiedersehen. Tut mir leid, dass Ihre Ehe kaputt ist. Das geht Sie nichts an! Was wollen Sie? Ich wollte Ihnen sagen, dass es mir leid tut. Was? Ich habe mich mit zwei Kumpels vermöbelt, aber das war... Ich dachte, wenn wir Ihnen Angst einjagen, dann wirkt sich das positiv auf die Bewertung der Salerno-Werke aus. Und warum kommen Sie damit jetzt? Ja, weil er jetzt tot ist, damit wir nichts zu tun haben. Und wer hat was damit zu tun? Sie wissen nicht, wer ihn angefahren hat? Sie arbeiten noch beim Werkschutz. Der ist doch ganz gut organisiert. Da bekommt man doch einiges mit. Was? Herr Wiegand hat an dem Abend einen Geländewagen vom Werk geholt. Ungefähr eine halbe Stunde, nachdem das mit Ihrem Kollegen passiert ist, war er wieder da. Aber vorher ist er mit dem Wagen noch durch die Waschstraße. Wiegand? Danke, dass Sie mir die Chance... Woher wollen Sie eigentlich wissen, dass nicht ich es gewesen bin, dass der Kerl lügt? Ich kann sie mir bei allen möglichen Schweinereien vorstellen, aber nicht bei allen Dummheiten. Danke für das Kompliment. Ich sage nichts über F-Pisteria oder die Breschno-Werke. Das sollen Sie auch gar nicht. Das meiste davon weiß ich schon. Der Tod von Mattei, damals. Das war kein Unfall. Es gab kurz vorher eine Krisensitzung mit Siebert und Renner, auf der Mattei ankündigte, dass er mit den Breschno-Geschäften aufhören wolle. Ich bin sicher, sein Tod wurde beauftragt. Von Siebert? Auf jeden Fall von Dr. Renner. Haben Sie Beweise? Nein, habe ich nicht. Aber es gibt welche. Erschlagen sollte man den. Meinst du, der hat Tom umgebracht? Keine Ahnung. Was wollen Sie noch von mir? Wir müssten noch mal ins Büro von Dr. Renner.
Was? Nee, das können Sie vergessen. Dr. Renner hat Sie instruiert, Wiegand zu belasten. Ihr Straftatenregister wird länger. Tut mir leid, dass wir Ihren Mann kurz entführen müssen, aber das ist auch für seine Zukunft nicht ganz unwichtig. Kommen Sie? Ich schließe ihn auf. Mit dem Rest habe ich nichts zu tun. Machen Sie schon. Wisst ihr was? Ich hatte auch ein Ordner über uns. Okay, ich bin durch. Kennst du dich wieder bei dem, was die Renner über dich schreibt? Ich habe ja Informationen über Altkirch. Über unseren Chef? Ja. Siebert Frau war mit Altkirch verlobt. Vor 25 Jahren hat sie ihn verlassen und Siebert geheiratet. Na, da wäre ich ja an Altkirchs Stelle überhaupt nicht gut, auf den Siebert zu sprechen. Die beiden hatten vorher eine gemeinsame Firma, das war dann auch vorbei. Und du? Was hast du? Wir haben Siebert an den Eiern. Ich weiß noch nicht, ob es reicht, um ihn wegen dem Tod von Tom ranzukriegen, aber wie wär's damit? Mordauftrag im Fall Mattei. Er macht einen Fehler. Was sollen wir tun? Wenn Mattei morgen alles der Staatsanwaltschaft übergibt? Das wird nicht passieren. Aber haben Sie ihn eben nicht gehört? Er will morgen zum Staatsanwalt. Es wird dieses Morgen für ihn nicht geben. Frau Liebermann? Wir haben die Ergebnisse der Obduktion. Herr Winkler hat durch ein Blutgerinnsel im Gehirn das Bewusstsein verloren und ist dann auf die Kante der Badewanne geschlagen. Der Tod ist die Folge des Autounfalls wenige Stunden vorher. Und der beschuldigte Werkschutzherr Karten hat zugegeben, dass er den Wagen gefahren ist. Im Auftrag seiner Chefin, Frau Dr. Renner. Meine Kollegin erwartet Sie. Das ist alles registriert. Wenn Sie hier unten bitte noch einmal unterschreiben wollen. Danke. Ich habe gehört, dass Sie hier sind. Seine Sachen holen und dann direkt abreisen wollen.
Mir tut das alles sehr leid, was passiert ist. Ich wusste nicht, in welchen Sumpf wir da geraten. Doch, das wussten Sie. Deshalb haben Sie den Job ja angenommen. Ich habe geahnt, dass Rüdiger Siebert mich benutzen will, um was zu vertuschen. Aber ich wusste nicht, worum es geht. Aber Sie wollten nicht vertuschen. Deshalb habe ich alle Unterlagen der Staatsanwaltschaft übergeben, ja. Deshalb? Nein. Sie wollten sich rächen für die Demütigung, die Siebert Ihnen vor 25 Jahren zugefügt hat. Warum haben Sie uns nichts gesagt? Dann hätte Tom sich nicht darauf eingelassen, für mich zu wühlen. Sie haben Tom und mich gegeneinander ausgespielt. Sie haben ihn auf diese Weise scharf machen wollen. Sie wollten, dass er sich verbeißt, um Siebert dran zu kriegen. Das haben Sie dann ja auch geschafft. Dann ist Toms Tod für Sie ja nicht umsonst gewesen, oder? Setzen Sie sich nicht auf ein zu hohes Ross, Alina. Sie wissen ganz genau, worum es in unserem Geschäft geht. Und Sie hätten Tom Winkler einfach beiseite geschoben, wenn es darauf angekommen wäre. Tom war für Sie auch nur ein Konkurrent, mehr nicht. Da irren Sie sich. Und falls es doch zu einer Schließung von Salerno Oberhausen kommt, dass dies mit Respekt vor den Mitarbeitern passiert. Sind denn schon einer auf dich zugekommen? Wegen der Dienstreisen? Was soll das denn? Ich muss absolut sicher gehen, dass aufgeräumt ist. Nicht, dass da mein Name irgendwo rumfliegt. Die Sanierer sind doch gerade im Abmarsch. Jetzt entspann dich mal, das ist doch geklärt. Ja, geklärt, Blödsinn. Die Rennerstadt-Dossier ist für Altkirch zusammen. Falls es zur Schließung kommt, dann muss doch geklärt werden, wozu die staatlichen Gelder alle genutzt wurden. Ha? Ich lass mich nicht von Ihnen abschließen. So einfach werden Sie mich nicht los. So einfach wie Mattei damals. Ich sage Ihnen, wenn Sie mich abschießen wollen, dann ziehe ich Sie mit in den Abgrund. Das schwöre ich Ihnen. Sie sollten mir nicht drohen. Nur für den internen Gebrauch, das war die Ansage. Und jetzt schieben Sie Ihrem Kumpel Altkirch sämtliche Unterlagen über den Tisch. Ich verstehe Sie nicht, Herr Wiegand. Wir sind doch verpflichtet, den Sanierern zuzuarbeiten. Es geht doch schließlich darum, wie die staatlichen Zuschüsse verwendet werden. Herr Wiegand möchte gehen. Und Sie mache ich auch noch fertig. Wir sind alle etwas aufgeregt in diesen Tagen. Aber Sie haben doch alles im Griff. Weiß ich alles, was ich wissen muss? Na sicher. Warum fragst du mich das? Weil es einen Toten gibt, Rüdiger. Ich habe Tom Winkler hergeschickt, um zu prüfen, wie es um deine Firma steht. Ja. Worauf bist du hinaus? Du hast mir vorher gesagt, dass es nicht so gut steht um die Salerno-Werke. Und dass du mich um eine zügige Abwicklung bittest, falls meine Leute zu demselben Ergebnis kommen. Ja, ganz genau. Meine Leute sind zu demselben Ergebnis gekommen. Und jetzt ist Tom tot, nachdem er auf dubiose Weise zweimal in einen Unfall verwickelt war. Da sieht man, wozu Menschen fähig sind, wenn sie um ihre Existenz kämpfen. Also ich finde das schrecklich, eigentlich. Lassen Sie uns reingehen. Ich glaube zwar nicht, dass mir jemand folgt, aber drin können wir das besser überprüfen. Sie waren mit meiner Tante verabredet, aber die kommt nicht. Frau Mattei ist Ihre Tante? Ja.
Sie selber traut sich nicht her, nachdem gestern Frau Dr. Renner bei ihr war. Was? Sie hat Angst, dass die ihr was antun. Wer die? Dr. Renner? Siebert? Herr Siebert hat nach dem Verkauf der Breschnow-Werke eine Bonuszahlung von 18 Millionen Euro vom Konzern erhalten. Das ist doch ein Witz. Nee. Sie haben Ihre Tante aufgefordert, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das ist vielleicht die letzte Chance, dass Sie dafür bezahlen müssen. Ihr Kollege war doch schon dran an denen. Sie müssen da weitermachen. Gestern hat unser Chef ihr den Auftrag für beendet erklärt. Wir haben nichts in der Hand. Wenn Ihre Tante nicht reden will, dann keine Chance. Ich muss los. Wir sehen uns nach dem Wochenende. Bitte, Schatz, geh nicht. Bitte. Rüdiger. Ich brauche dich. Du hast mich noch nie gebraucht. Du irrst dich. Ich brauche dich. Werner wird empfehlen, Salerno zu zerschlagen. Wie erwartet. Dann können wir wieder oft zusammen sein, wie früher. Ich habe meinen Ausstieg doch schon so lange vorbereitet. Und dann wärst du nur noch mit mir zusammen? Wollten wir das nicht einmal? Ich lasse mich nie mehr von der Arbeit auffressen. Es geht dir gar nicht um mich. Du willst nur nicht verlieren. Bitte. Geh nicht. Es ist nur für ein längeres Wochenende. Wir sind doch erwachsen, Rüdiger. Sämtliche Unterlagen über den Tisch! Ich verstehe Sie nicht, Herr Wiegand. Wir sind doch verpflichtet, den Sanierern zuzuarbeiten. Es geht doch schließlich darum, wie die staatlichen Zuschüsse verwendet werden. Herr Wiegand möchte gehen. Und Sie mache ich auch noch fertig. Wir sind alle etwas aufgeregt in diesen Tagen. Aber Sie haben doch alles im Griff. Weiß ich alles, was ich wissen muss? Na sicher. Warum fragst du mich denn? Weil es einen Toten gibt, Rüdiger. Ich habe Tom Winkler hergeschickt, um zu prüfen, wie es um deine Firma steht. Ja. Worauf bist du hinaus? Du hast mir vorher gesagt, dass es nicht so gut steht um die Salerno-Werke. Und dass du mich um eine zügige Abwicklung bittest, falls meine Leute zu demselben Ergebnis kommen. Ja, ganz genau. Meine Leute sind zu demselben Ergebnis gekommen. Und jetzt ist Tom tot. Nachdem er auf dubiose Weise zweimal in einen Unfall verwickelt war. Da sieht man, wozu Menschen fähig sind, wenn sie um ihre Existenz kämpfen. Also ich finde das schrecklich, eigentlich. Was ist, wenn Tom Winkler noch was anderes entdeckt hat, als die Misere von Salerno? Tut mir leid, wenn ich störe, aber vielleicht benötigen Sie die Unterlagen jetzt. Dossier zusammengestellt mit allen Projekten und Investitionen seit 2005 und
Mit dem Nachweis der Verwendung von 80 Millionen, für die das Land gebürgt hat. Es ist leider so, wie ich befürchtet habe. Mein Produktionschef, Herr Wiegand, hat da illegale Geschäfte organisiert und er und ein paar andere haben sich massiv daran bereichert. Es sieht so aus, als ob Tom Winkler dieser Schweinerei auf der Spur war. Warum erzählst du mir das erst jetzt? Hat sich schon selten den Termin mit mir verschwitzt? Nein. Kommen Sie. Was ist denn mit Ihrem Gesicht passiert? Ich wurde verprügelt. Wie bitte? Waren Sie bei der Polizei? Ich hoffe, die Schläger haben Sie nicht ernsthaft verletzt. Bitte. Wie kommen Sie darauf, dass es mehrere Schläger waren? Wollen wir jetzt auf das Niveau? Um Gottes Willen, nehmen Sie das weg, pures Gift. Einen Kaffee vielleicht? Nein. Haben Sie Yogi-Tee? Ayurvedische Gewürzmischung? Nee. Dann nichts. Aber ich kann ja mal in der Kantine für Sie forschen. Herr Baum? Ich hätte mal eine Frage an Sie. Was ist PZ4? PZ4? Hier. PZ4 in der Betreffzeile, sehen Sie? Ja. Das ist eine Honorarzahlung an die Firma. An die Beraterfirma FP Styria in Österreich, das sehe ich. Die Rechnung habe ich gefunden, aber den Betreff verstehe ich nicht. Die Rechnung bezieht sich auf PR-Beratung, aber wieso Produktionszentrum 4? Hier gibt es doch nur die Produktionszentren 1 bis 3. Herr Mattei hat es damals unterzeichnet. Ja, ich müsste beim Marketing nachfragen, die haben die Zahlung veranlasst. Tun Sie das doch, bitte. Ja. Wieso steht da PZ4 auf der Rechnung? Keine Ahnung. Kommt doch aus Ihrer Abteilung. Und Sie haben gesagt, dass alles, was mit Mattei und seinem Tod zusammenhängt, direkt zu Ihnen... Ja, ist gut. Ist gut. Haben Sie keine Lust mehr? Wir sind doch gerade mitten in der Marktanalyse. Ich muss morgen sehen, Siebert. Schon wieder? Gönnen Sie sich doch eine Kleinigkeit. In der Kantine, Herr Schütze. Hey, dran lassen, sonst Schläge. Ist ja gut. Haben ja schon einige komplexe Fälle im Winkler-Team gelöst. Sie kannten Herrn Winkler schon vorher, nicht? Bevor ich Sie angeheuert habe. Flüchtig, ja? Sie wissen also um seine Qualitäten.
Tom ist genial, aber unberechenbar. Tom neigt zur Besessenheit, das ist nicht gut. Das ist manchmal sogar schädlich, wenn man der Leader vom Team ist. Ich möchte, dass Sie Tom Winkler den Weg zeigen, wenn er sich verläuft. Behalten Sie ihn im Auge und melden Sie sich bei mir, wenn er sich verbeißen sollte. Haben wir uns verstanden? Viel Erfolg. Und denken Sie daran, wer bei mir die Nummer eins ist, das bestimme ich. Alkirch von dir. Er hat uns aufgefordert, mehr zu. Kennst du dich wieder bei dem, was die Renner über dich schreibt? Ich habe die Information über Altkirch. Über unseren Chef? Ja. Siebert's Frau war mit Altkirch verlobt. Vor 25 Jahren hat sie ihn verlassen und Siebert geheiratet. Na, da wäre ich Herrn Altkirchs Stelle überhaupt nicht gut, auf den Siebert zu sprechen. Die beiden hatten vorher eine gemeinsame Firma, das war dann auch vorbei. Und du? Was hast du? Wir haben Siebert an den Eiern. Ich weiß noch nicht, ob es reicht, um ihn wegen dem Tod von Tom ranzukriegen, aber wie wär's damit? Mordauftrag im Fall Mattei. Da macht er einen Fehler. Was sollen wir tun? Wenn Mattei morgen alles der Staatsanwaltschaft... Das wird nicht passieren. Aber haben Sie ihn eben nicht gehört? Er will morgen zum Staatsanwalt. Es wird dieses Morgen für ihn nicht geben. Frau Liebermann, wir haben die Ergebnisse der Obduktion. Herr Winkler hat durch ein Blutgerinnsel im Gehirn das Bewusstsein verloren und ist dann auf die Kante der Badewanne geschlagen. Der Tod ist die Folge des Autounfalls wenige Stunden vorher. Und der beschuldigte Werkschützer Herr Karten hat zugegeben, dass er den Wagen gefahren ist, im Auftrag seiner Chefin, Frau Dr. Renner. Meine Kollegin erwartet Sie. Es ist alles registriert. Wenn Sie hier unten bitte noch einmal unterschreiben wollen. Danke. Tom Winkler ernsthaft Probleme macht. Ja, ja, mach ich, klar. Grüß Ines von mir. Schönen Gruß von Werner. Du bist schon zu Hause? Ich dachte, du wärst noch in der Firma. Nein, ich bin schon länger da. Hat Dr. Konrad dich gebracht? Ja. Aufmerksam von ihm.
Wenn ein Unternehmen seit fast 24 Jahren vom selben Management geführt wird, dann hat das Vorteile, ja. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die sich einschleifen. Das ist doch klar. Sie sprechen von Siebert. Sie meinen, er hat Fehler gemacht? Nein. Ohne Siebert hätte das Unternehmen die Krisen der letzten Jahre nicht überstanden. Das war nur durch seine Beziehungen zur Landesregierung möglich. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann zweifeln Sie doch an der grundsätzlichen Unternehmensstrategie. Die Konzentration auf die Kernkompetenz, alles top. Es geht nur manchmal um die Frage, kann man nicht schneller entscheiden? Kann man nicht schneller reagieren auf einen Markt, der immer aggressiver wird? Sie verstehen doch, was ich meine. Klar. Frischer Wind täte gut nach so vielen Jahren, was? Naja, schon. Und Sie sind der frische Wind, ja? Puls noch ganz schön am Kiefer. Von den Schlägen. Zeig mal. Oh. Ist alles wieder gut. Einsatzbereit. Ja? Ist Tom bei Ihnen? Ja, ich gebe weiter. Nein, nein, nicht nötig. Wie sieht es aus bei Ihnen? Klar, Schwachpunkte in der Produktionsplanung sind schon entdeckt. Von Winkler? Alles gut. Ich will wissen, woran er arbeitet. An der Firmenanalyse, wie wir alle. Ich will wissen, was er genau macht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Frau Liebermann, Sie sollten Bescheid wissen, wenn Tom sich in irgendetwas verbeißt. Das war mein Wunsch. Erinnern Sie sich? Und erst recht nicht gegen dich. Seit wann weißt du, was Altkirch von mir wollte? Seit gerade. Ich habe gedacht, das ist der richtige Moment für einen Test. Du bist so ein gottverdammter Hinterhältiger. Ich dich auch. Besonders, wenn du so ein bisschen wütend bist. Gute Nacht. Siebert. Winkler hier. Herr Winkler? Sie überraschen mich immer wieder. Es ist schon nach 10. Es ist gut, Ihre Stimme zu hören. Sie haben getrunken? Ja. Weil ich noch lebe. Herr Siebert, warum tun Sie das? Was meinen Sie? Wofür kämpfen Sie? Es ist die Verantwortung für Salerno. Ja. Aber was sind Sie ohne Salerno? Da ist nichts. Sie haben nichts außer Salerno. Sie sind eine arme Sau. Ja. Vielleicht. Und was ist mit Ihnen? Immer gewinnen müssen? Immer sich beweisen müssen. Immer der Erste sein, damit Ihr Papa Sie nicht verachtet. Ja. Alles in Ordnung bei Ihnen? Warum haben Sie es nicht geschafft, von Salerno loszukommen, Herr Siebert? Seit die Firma von den Finanzhaien gekauft wurde, sind Sie doch entmachtet. Kein Mann mehr, oder? Warum haben Sie da nicht aufgehört? Weil Sie Angst vor dem haben, was danach kommt? Weil da nur noch der Tod auf Sie wartet?
Was wollen Sie? Wissen Sie, wovor ich Angst habe? Dass ich in 30 Jahren so da sitze wie Sie. Ein einsamer alter Mann, der hilflos um sich schlägt. Ich denke, wir sollten das Gespräch jetzt beenden. Die Einsamkeit. Sie kommt immer näher. Sie sind Romantiker, Herr Winkler. Das bin ich nicht. Und Sie mache ich auch noch fertig. Wir sind alle etwas aufgeregt in diesen Tagen. Aber Sie haben doch alles im Griff. Weiß ich alles, was ich wissen muss? Na sicher. Warum fragst du mich denn? Weil es einen Toten gibt, Rüdiger. Ich habe Tom Winkler hergeschickt, um zu prüfen, wie es um deine Firma steht. Ja. Worauf bist du hinaus? Du hast mir vorher gesagt, dass es nicht so gut steht um die Salerno-Werke. Und dass du mich um eine zügige Abwicklung bittest, falls meine Leute zu demselben Ergebnis kommen. Ja, ganz genau. Meine Leute sind zu demselben Ergebnis gekommen. Und jetzt ist Tom tot. Nachdem er auf dubiose Weise zweimal in einen Unfall verwickelt war. Da sieht man, wozu Menschen fähig sind, wenn sie um ihre Existenz kämpfen. Also ich finde das schrecklich, eigentlich. Was ist, wenn Tom Winkler noch was anderes entdeckt hat, als die Misere von Salerno? Tut mir leid, wenn ich störe, aber vielleicht benötigen Sie die Unterlagen jetzt. Dossier zusammengestellt mit allen Projekten und Investitionen seit 2005 und mit dem Nachweis der Verwendung von 80 Millionen, für die das Land gebürgt hat. Es ist leider so, wie ich befürchtet habe. Mein Produktionschef, Herr Wiegand, hat da illegale Geschäfte organisiert und er und ein paar andere haben sich massiv daran bereichert. Es sieht so aus, als ob Tom Winkler dieser Schweinerei auf der Spur war. Warum erzählst du mir das erst jetzt? Ich wollte Gewissheit haben. Du hast nichts begriffen, oder? Du glaubst immer noch, dass du jeden benutzen kannst, wie es dir passt. Aber diesmal hättest du früher mit der Wahrheit ans Licht kommen müssen. Ich denke, wir sollten das Gespräch jetzt beenden. Die Einsamkeit. Sie kommt immer näher. Sie sind Romantiker, Herr Winkler. Das bin ich nicht. Ja, Tom Winkler hier. Ich bin aufgehalten worden. Ich könnte jetzt noch kommen, wenn es Ihnen nicht zu spät ist. Das ist gut. Ich beeile mich. Wo ist Herr Winkler? Der hat sich gestern Nacht selbst entlassen. Was? Entschuldigung. Ist Herr Winkler heute Nacht ins Hotel zurückgekehrt? Winkler. Ja. Und er müsste auch noch auf seinem Zimmer sein. Er hat das Hotel bislang nicht verlassen. Könnte ich da bitte mal nachschauen? Bitte. Herr Winkler? Herr Winkler?
Herr Winkler, hier. Sein zu diesem Siebert. Echt? Das kann ich ja gar nicht haben. Vielleicht wird er soft auf seine alten Tage. Das glaube ich kaum. Wenn Sie bei allem so präzise sind, wie bei dem Zeitpunkt Ihrer Ankunft, dann Hut ab. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Danke. Siebert. Aber das haben Sie sich bestimmt bereits gedacht. Alina Liebermann, Produktivitätsanalyse und Business Reengineering. Micha Schütze, Kostenmanagement und Cashflow. Hallo. Jean Ribaud, Mathe-Genie und drogenabhängig. Und was ist Ihr Spezialgebiet? Ich gehe allen auf die Nerven. Ah ja. Da kommen Sie, die Kollegen warten schon. Fand er nicht lustig. In den nächsten Wochen werden Sie mich nie wieder so viel reden hören, versprochen. Denn ab jetzt sind Sie dran, wir hören zu. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo alles auf den Tisch muss, was die Salerno-Werke retten kann. Denn darum geht es. Jede Idee zur Kostenminimierung oder Effizienzsteigerung muss genau geprüft werden. Das machen wir doch täglich. Wenn das so wäre, dann wären wir jetzt nicht hier. Ich verstehe schon. Sie verlieren keine Zeit. Nie. Ja, also ich danke Ihnen. Ich denke, wir sind alle bestens präpariert, Ihnen zu helfen. Ach, wie geht es eigentlich Ihrem Vater? Was soll sein? Wer hat er diese bittere Niederlage überwunden? Als ich das gelesen habe, das war schrecklich, schrecklich. Dieser unerwartete finanzielle Absturz. Was für eine menschliche Katastrophe für ihre Mutter. Kam ein bisschen früh, oder? Weiß er das? Du informierst dich doch auch über deine Kunden. Und die Pleite deines Vaters ging doch durch die Medien. Nein, ich meine, dass mein Vater meine Mutter verlassen hat. Das stand doch nicht in der Zeitung. Hat ihm Alkirch was von mir erzählt? Glaube ich nicht. Was ist? Hat Alkirch irgendwas angedeutet? Nein. Ich denke, ihr habt über Siebert und den Job gesprochen. Oder habt ihr über mich gesprochen? Hier. Die Dönerbude des Jahrhunderts. Schlemmerhütte. Wir haben heute den ersten Angriff auf die Hard Facts, also sollten wir keine Zeit verlieren. Haben sie dich verprügelt? Können wir denn? Ja, klar.
Wir beißen nicht. Nicht? Schade. Wo arbeiten Sie? Also, welches Stockwerk? Zweites, Finanzbuchhaltung. Mein Ressort freut mich. Jean Ribaud. Elisabeth Steiner. Ich schaue dann nachher mal nach, ob alles läuft. Kein Problem. Wer war das? Jemand von Salernum? Jedenfalls keiner mit Grips. Wir sollten die Polizei informieren. Hab ich schon. Ah, ich dachte schon, Sie hätten den Termin mit mir verschwitzt. Nein. Kommen Sie. Was ist denn mit Ihrem Gesicht passiert? Ich wurde verprügelt. Wie bitte? Waren Sie bei der Polizei? Ich hoffe, die Schläger haben Sie nicht ernsthaft verletzt. Bitte. Wie kommen Sie darauf, dass es mehrere Schläger waren? Wollen wir jetzt auf das Niveau? Um Gottes Willen, nehmen Sie das weg, pures Gift. Einen Kaffee vielleicht? Nein. Haben Sie Yogi-Tee? Ayurvedische Gewürzmischung? Nee. Dann nichts. Aber ich kann hier mal in der Kantine für Sie forschen. Herr Baum? Ich hätte mal eine Frage an Sie. Was ist PZ4? PZ4? Hier. PZ4 in der Betreffzeile, sehen Sie? Das ist eine Honorarzahlung an die Firma. An die Beraterfirma FP Styria in Österreich, das sehe ich. Die Rechnung habe ich gefunden, aber den Betreff verstehe ich nicht. Wenn die Firma nicht rentabel arbeitet, muss man auch daran denken. Dann werden die wertvollen Teile verkauft und der Rest wird dicht gemacht. Hör mal, wie hoch ist denn eure Abwrackprämie, hm? So, Herr Reiter. Herr Brinkmann. Respekt. Sie haben klar und fair gesagt, was man von Ihnen zu erwarten hat. Das habe ich nicht. Hätte ich das gesagt, wären die alle in Ohnmacht gefallen. Sie haben Sinn für Humor, mein Junge. Und Sie haben Sportsgeist. Das gefällt mir. Dass Siebert ein alter Freund von unserem Chef ist, das weißt du, oder? Ich wundere mich, warum Altkirch den Auftrag überhaupt angenommen hat. Er kann das wohl gut trennen, Berufliches und Privates. Du auch, oder? Du nicht? Siebert ist ein Trickser. Ich bin mir sicher, dass er uns absichtlich zu der Versammlung gelotst hat. Du musst nicht überall Feinde sehen. Nein? Überall lauern deine Gegner. Alle wetzen sie die Messer. Und wenn einer nah an dich rankommt, dann nur, um dich besser zu treffen. Das hat mir mein Vater eingebläut. Noch ein? Nee, lieber nicht. Wenn die Jungs in der Firma wirklich tricksen, dann sollten wir morgen einen klaren Kopf haben. Okay. Trinken Sie noch einen mit mir? Verstehe, man macht nicht zweimal denselben Fehler.
Scheiß gut auf dich, dann mal. Ich fahr zu dir mal. Sie gehören also zu dem Sanierertrupp, der Oberhausen ein paar tausend Arbeitslose mehr verpassen will. Habe ich jetzt hier eine Stunde gewartet, um Ihre unqualifizierten Äußerungen anzuhören? Ihre Personalien haben Sie ja bereits zu Protokoll gegeben. Und jetzt? Wollen Sie eine Anzeige aufgeben? Was hast du denn gemacht? Was ist passiert? Sorry für die Verspätung. Wir haben heute den ersten Angriff auf die Hard Facts, also sollten wir keine Zeit verlieren. Haben Sie dich verprügelt? Können wir denn? Ja, klar. Wir beißen nicht. Nicht? Schade. Wo arbeiten Sie? Also, welches Stockwerk? Zweites, Finanzbuchhaltung. Mein Ressort freut mich. Jean Ribaud. Elisabeth Steiner. Ich schaue dann nachher mal nach, ob alles läuft. Kein Problem. Von Salanum? Jedenfalls keiner mit Grips. Wir sollten die Polizei informieren. Hab ich schon. Ah, ich dachte schon, Sie hätten den Termin mit mir verschwitzt. Nein. Kommen Sie. Was ist denn mit Ihrem Gesicht passiert? Ich wurde verprügelt. Wie bitte? Waren Sie bei der Polizei? Ich hoffe, die Schläger haben Sie nicht ernsthaft verletzt. Immer der Erste sein, damit Ihr Papa Sie nicht verachtet. Ja. Alles in Ordnung bei Ihnen? Warum haben Sie es nicht geschafft, von Salerno loszukommen, Herr Siebert? Seit die Firma von den Finanzhaien gekauft wurde, sind Sie doch entmachtet. Kein Mann mehr, oder? Warum haben Sie da nicht aufgehört? Weil Sie Angst vor dem haben, was danach kommt? Weil dann nur noch der Tod auf Sie wartet? Was wollen Sie? Wissen Sie, wovor ich Angst habe? Dass ich in 30 Jahren so da sitze wie Sie. Ein einsamer alter Mann, der hilflos um sich schlägt. Ich denke, wir sollten das Gespräch jetzt beenden. Die Einsamkeit. Sie kommt immer näher. Sie sind Romantiker, Herr Winkler. Das bin ich nicht. Ja, Tom Winkler hier. Ich bin aufgehalten worden. Ich könnte jetzt noch kommen, wenn es Ihnen nicht zu spät ist. Das ist gut. Ich beeile mich. Wo ist Herr Winkler? Der hat sich gestern Nacht selbst entlassen. Was? Entschuldigung, ist Herr Winkler heute Nacht ins Hotel zurückgekehrt? Winkler. Ja. Und er müsste auch noch auf seinem Zimmer sein. Er hat das Hotel bislang nicht verlassen. Könnte ich da bitte mal nachschauen? Bitte. Herr Winkler? Herr Winkler? Herr Winkler? Hier.
Tom neigt zur Besessenheit, das ist nicht gut. Das ist manchmal sogar schädlich, wenn man der Leader vom Team ist. Ich möchte, dass Sie Tom Winkler den Weg zeigen, wenn er sich verläuft. Behalten Sie ihn im Auge und melden Sie sich bei mir, wenn er sich verbeißen sollte. Haben wir uns verstanden? Viel Erfolg. Und denken Sie daran, wer bei mir die Nummer eins ist, das bestimme ich. Von dir. Er hat uns aufgefordert, nett zu sein zu diesem Siebert. Echt? Das kannst du ja gar nicht haben. Vielleicht wird er soft auf seine alten Tage. Das glaube ich kaum. Wenn Sie bei allem so präzise sind, wie bei dem Zeitpunkt Ihrer Ankunft, dann Hut ab. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Danke. Siebert. Aber das haben Sie sich bestimmt bereits gedacht. Alina Liebermann, Produktivitätsanalyse und Business Reengineering. Micha Schütze, Kostenmanagement und Cashflow. Hallo. Jean Ribaud, Mathe-Genie und drogenabhängig. Und was ist Ihr Spezialgebiet? Ich gehe allen auf die Nerven. Ah ja. Da kommen Sie, die Kollegen warten schon. Fand er nicht lustig. In den nächsten Wochen werden Sie mich nie wieder so viel reden hören, versprochen. Denn ab jetzt sind Sie dran, wir hören zu. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo alles auf den Tisch muss, was die Salerno-Werke retten kann. Denn darum geht es. Jede Idee zur Kostenminimierung oder Effizienzsteigerung muss genau geprüft werden. Das machen wir doch täglich. Wenn das so wäre, dann wären wir jetzt nicht hier. Ich verstehe schon. Sie verlieren keine Zeit. Nie. Ja, also ich danke Ihnen. Ich denke, wir sind alle bestens präpariert, Ihnen zu helfen. Ach, wie geht es eigentlich Ihrem Vater? Was soll sein? Wer hat er diese bittere Niederlage überwunden? Ausland verschoben. Organisiert haben das Wiegand und Mattei. Da hat sich Ihr Chef schnell informiert. Ja, ich hatte einen Verdacht. Und dann habe ich Beweise gefunden. Ich habe Altkirch die Unterlagen, die diese illegalen Geschäfte bestätigen, ausgehändigt. Na, einige meiner Mitarbeiter haben sich tatsächlich an diesen staatlichen Geldern bereichert. Ja, das hat man davon, wenn man zu viel Vertrauen hat und ihnen freie Hand lässt. Sie schieben alles auf Ihre Mitarbeiter. Wollen Sie mich beschuldigen? Warum hätte ich das tun sollen? Für 18 Millionen Euro. Das ist doch lächerlich. Extrazahlung für Sie im selben Jahr, als Brezhnev verkauft wurde. Ich habe Salerno mehrfach vom Untergang gewahrt. Weil es Ihrem Ego geschmeichelt hat, deshalb. Weil Sie mit Ihren Beziehungen, Ihrer Macht die Werke retten konnten. Wie Gottvater. Der entscheidet, wann er rettet und wann er zerstört. Und jetzt zeigt sich, dass Gottvater nichts weiter ist als ein käuflicher, korrupter alter Mann. Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden. Keine Ahnung. Ich habe immer, immer das Ganze im Blick gehabt. Ja, meine Leute, meine Heimat, ja, aber das ist nicht das Ganze. Heute muss man weiter denken als früher. Da wollen Sie vielleicht entscheiden, ob es besser ist, den Menschen in Oberhausen oder in Brezhnev oder irgendwo in Afrika Lohn und Arbeit zu bringen? Nach welchen Kriterien? Sie haben den Konzern überzeugt, Brezhnev zu verkaufen. Und das war das Todesurteil für Oberhausen. Ach, was? Todesurteil? Natürlich habe ich die Konzernspitze vom Verkauf überzeugt. Diese ganzen Bürgschaften und Staatskredite für Oberhausen, das war doch absurd. Das Geld wäre in ein paar Jahren spurlos verdampft. Das sind Scheinaktivitäten der Politik mit Steuergeldern. Aber ich
habe ein neues Unternehmen aus dem Boden gestampft. Ich habe neue Arbeitsplätze geschaffen. Ja, Sie haben es allen bewiesen, dass Sie es immer noch können. Der Oberhausen ist Ihnen egal, Breschen ist Ihnen egal, Menschenleben sind Ihnen egal. Sie hängen an der Macht, weil Sie sonst nichts mehr haben in Ihrem Leben. Ich kann Ihnen hier jetzt nicht mehr weiterhelfen. Wie glauben Sie eigentlich, aus all dem rauszukommen? Die Leute wissen, was ich für Salerno getan habe. Sowas wird geschätzt in diesen harten Zeiten. Auf Wiedersehen. Tut mir leid, dass Ihre Ehe kaputt ist. Das geht Sie nichts an! Was wollen Sie? Sie hat mir bestätigt, was du gesagt hast. Die Stimmung bei Salerno ist im Arsch. Sie meint, da traut keiner dem anderen über den Weg, wie du gesagt hast. Hat sie auch verraten, woran das liegt, ihrer Meinung nach? Unsicherheit über die Zukunft wohl. Das ist ja ganz originell. Was? Ich habe mal einen Blick in den PC von Frau Dr. Renner geworfen. Die hat da so eine Art Stasi-Akten über die gesamte Belegschaft. Feinsäuberlich vom Werkschutz angefertigt. Wer wann mit wem telefoniert, was in den E-Mails steht, welche Websites angeklickt werden, das ganze Programm. Plus Loyalitätsbewertung. Wer ist vertrauenswürdig, wer nicht. Und die Information über deine kleine Sekretärin hast du gleich genutzt, um sie rumzukriegen, ja? Quatsch, Mann. Guten Morgen. Morgen, Alina. Der Konzern sollte die Firma verkaufen, ob ganz oder in Teilen, solange man noch was dafür kriegt. Sie halten die Salerno-Werke also für verloren? Das steht natürlich noch unter dem Vorbehalt weiterer Prüfung zur Gesamtproduktivität. Dafür benötigen wir die nächsten Tage. Ist klar, aber so weiß ich zumindest schon mal Ihre Stoßrichtung. Frau Liebermann, was ist Ihre Meinung? Ich teile Herrn Winklers Einschätzung nicht.